lieben Leute aus Krimizette. Ich wünsche euch schöne Weihnachten, denn heute ist der zweite Weihnachtstag. Wenn alles gut läuft, wird das Video heute auch noch hochgelaufen. Wenn nicht, wünsche ich euch trotzdem schöne Weihnachten gehabt zu haben. Und jetzt schon mal, bevor ich es vergesse, natürlich auch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wünsche euch also eine schöne Silvesterfeier, wie auch immer ihr sie feiert. Entweder ganz ruhig auf dem Sofa oder sogar schon verschlafend oder möglicherweise mit einer Riesenparty. Wir werden traditionell zu Freunden fahren, die einen großen Partykeller haben und viel Spaß daran haben, Leute zu Gast zu haben. Und da freuen wir uns jedes Jahr eigentlich ziemlich doll drauf. Das wird sozusagen eine große Party. Ja, ihr seht mich heute wieder in einem anderen Hintergrund, wieder in anderen Lichtverhältnissen. Warum? Ich habe ein Ringlight von meinem Sohn geschenkt bekommen zu Weihnachten auf einem Stativ mit verschiedenen Lichtqualitäten, und jetzt werde ich die alle mal nacheinander ausprobieren. Also ja, mal schauen, wie das, welchen Spot ich mir nachher in meiner Hütte so aussuche, der mir am besten gefällt. Heute so rum, denn hinter euch, und das zeige ich euch auch gar nicht, steht ein Gästebett. Weihnachten haben wir natürlich Besuch, unsere Kinder kommen, beziehungsweise Teile unserer Kinder kommen zu unterschiedlichen Zeiten. Und auch das ist natürlich sehr schön, meint aber immer, dass wir alle Möglichkeiten zur Übernachtung ausprobieren, und dazu gehört natürlich dann auch am Ende die Hütte. Ja, eigentlich hatte ich gedacht, ich mache gar kein Video mehr dieses Jahr, aber nun muss ich dieses Ringlight ausprobieren und deswegen dann eben doch. Und außerdem habe ich mit meiner jüngsten Tochter gerade besprochen, was ich denn noch so nähen könnte, denn ich war mir, sagen wir mal, unsicher. Ich bin zurzeit so ein bisschen in so einer Phase, wo ich eigentlich gar keine Lust habe, großartig was für mich zu nähen. Wahrscheinlich kennt ihr das auch, dass man einfach manchmal so Zeiten hat, wo man denkt so, ja, was soll ich denn eigentlich nähen? Denn, sagen wir mal ehrlich, also mein Kleiderschrank ist voll genug. Brauchen im ganz klassischen Sinne tue ich eigentlich nichts. Nähen mag ich eben trotzdem sehr gerne. Ich könnte ein Kleid für meine Schwester nähen, der bin ich noch eins schuldig. Stoff und Schnitt liegen hier. Allerdings durch das Chaos hier im Zimmer geht das momentan nicht, denn da muss ich also ordentlich ans Bügelbrett und da sind so Feinheiten zu nähen. Und dazu habe ich hier tatsächlich momentan nicht den Platz, und deswegen fällt das aus. Ja, aber nichtsdestotrotz zeige ich euch ein bisschen was, was ich nähen werde in den Ferien noch, solange die Kinder hier die Hütte belagern und auch natürlich ja, wir die Zeit miteinander verbringen wollen. Und damit fangen wir mal an. Da ist übrigens Mini, die neue Katze. Die habt ihr ja zwischendurch auch schon immer mal gesehen auf Instagram oder auch hier bei mir im Video. Die fühlt sich inzwischen hier relativ wohl. Ich glaube, sie hat auch verstanden, dass das jetzt ihr Zuhause ist. Aber wir warten noch, beziehungsweise ich warte noch darauf, dass in das Fenster hier vorne eine Katzenklappe eingebaut wird. Ja, ich zeige euch kurz, was ich nähen möchte. Und dazu hole ich mal eben hier aus der Kiste einen Schnitt. Den Schnitt kennt ihr auch, den habe ich in diesem Winter, in diesem Sommer so häufig genäht, wie ich im Grunde genommen wirklich noch nie einen Schnitt genäht habe. Und das ist dieser hier, das ist der Hoodie von Nomi Patterns. Den habe ich für beide Söhne genäht, den habe ich für meinen Mann genäht, den habe ich für den Freund meiner Tochter genäht und die Freundin eines Sohnes. So, und jetzt hatte ich, als wir vorhin besprochen haben, was ich denn so nähen könnte, alle die Stoffe rausgeholt, die ich noch so habe und die groß genug sind, um daraus ein tatsächliches, ernsthaftes Kleidungsstück zu nähen. Und darunter ist auch dieser hier. Das ist ein Alpenvlies, den habe ich, ich glaube, jetzt ein Jahr fast in meinem Stoffvorrat liegen. Da kann man das sehen, der ist wirklich super kuschelig und hat halt diese bunten Blumen drauf. Ich hatte da gedacht, dass ich mir da draußen eine Jacke nähe, einfach so eine Überziehjacke, aber je länger ich mir den anguckte, deswegen, desto weniger hatte ich Lust dazu. Ja, und jetzt wird also aus diesem Stoff dieser Hoodie. Und zwar, und zwar tatsächlich für meine jüngere Tochter, die gerade gesagt hat, oh, wenn ich diesen Stoff hätte, dann würde sie sich aber auch einen Hoodie sehr gut vorstellen können. Also, voilà, es gibt noch einen Hoodie und den schaffe ich sogar noch in den nächsten 2 Tagen zu nähen, denn das ist, inzwischen habe ich den so häufig genäht,
dass ich wirklich nur noch einmal kurz nachdenken muss und dass da, wenn man die Känguru-Tasche aufsetzt, damit die wirklich auch sauber drauf sitzt und nicht irgendwie so schief. Es ist aber ehrlich gesagt die einzige Stelle, an der man über diesen Pullover nachdenken muss, wenn man ihn inzwischen schon so häufig genäht hat. Und wenn man ihn noch nicht so häufig genäht hat, ist es immer noch die einzige Stelle, über die man nachdenken muss. Denn alles andere ist so, wie die Engländer so schön sagen, straightforward, dass man das also wirklich so runternähen kann. Ich glaube, ich habe den inzwischen, weil es ja halt ein großes Teil ist und natürlich auch diverse Teile hat, habe ich den also 2 Stunden, 3 Stunden, dann ist der inklusive Zuschnitt zusammengebastelt. Ja, dann habe ich noch einen Stoff rausgezogen und zwar diesen hier. Das ist ein Babycord. Die Farben kommen auch relativ gut rüber. Ich drehe den mal um, der ist ziemlich flusig von meinem Mantelstoff. Die Farben kommen ziemlich gut rüber. Also das ist so eine Lachsfarbe, die mir aber noch relativ gut steht. Und ich habe gedacht, ich hätte da nur so 1,5 Meter raus, aber ich habe da tatsächlich gute 2,5 Meter raus. Und aus 2,5 Metern kann ich mir ja auch ein ernsthaftes Kleid nähen. Und weil das, wie gesagt, so ein Babycord ist, ist der also relativ fein und taugt auch für ein Kleid. Und ich habe mir überlegt, ich werde mir noch ein Birdie Dress nähen von Stocks Pattern. Und werde, ich habe ja schon eins genäht aus diesem, ja, aus diesem Jacquard-Jersey in schwarz-grau, was mir auch wirklich gut gefällt, was aber sehr gewichtig ist durch die Farbe einfach und durch das Muster. Und ich glaube, dass es hier doch ein leichteres Kleid wird, was eben halt nicht so einen ganz, wie soll ich sagen, so einen ganz dramatischen Unterton hat. Und ja, genau, davon werde ich mir also ein Birdie Dress nähen. Den Schnitt habe ich ja schon fertig und nun, da ich weiß, dass ich das nicht in der ganzen Länge, sondern in der kürzeren Länge nähe, ist das natürlich auch nochmal etwas weniger Arbeit, logischerweise. Und dann als letztes habe ich hier noch als Plan rumliegen ein Kleid, was ich noch nie genäht habe. Und ich zeige euch mal ganz kurz die zweite Seite des Schnitts. Und da seht ihr, wie viele Varianten dieses Kleides man aus den Schnittteilen herstellen kann. Es ist also unglaublich. Der Schnitt besteht aus, ich glaube, 4 oder 5 A0-Blättern. Ich habe die ausgedruckt. Wie soll ich sagen, ein bisschen vorschnell, möchte ich fast sagen. Aber die waren je nach Themen, also nach, was weiß ich, also, nach Korpusteilen, Ärmeln, Längen und so waren die, nach Kragen waren die also sortiert, sodass man nicht wirklich alles ausdrucken musste. Aber es ist am Ende natürlich trotzdem unfassbar viel Papier geworden. Und ich glaube, dass ich da also auch nochmal eine A0-Datei wegschicken werde, damit ich die dann lieber nochmal habe zum auch abhausen. Denn diese Styles sind halt einfach auch unglaublich vielfältig. Und da habe ich mir von Wasted Fabrics, glaube ich, letztes Jahr diesen Schnitt hier, diesen Stoff hier gekauft. Der sieht so aus. Das ist eine Winterviskose. Also der hat ordentlich Gewicht, ist aber auch sehr, hat aber auch ordentlich Fall. Und das sind diese Farben hier. Das Braun ist normalerweise nicht meins, aber Schwarz und Weiß kann ich ja relativ gut tragen, besonders wenn das nicht so massiv ist. Und da ist eben halt auch noch dieses Purpur drin. Und deswegen glaube ich, dass mir tatsächlich dieser Stoff steht. Und aus dem Stoff werde ich also mir hier ein Kleid nähen. Und zwar so, so eine Art Schwinger, will ich mal sagen. Ich zeige euch das mal und hoffe, dass ihr das seht. Da ist irgendwo ein kleines Kreuz drüber. Hier, das da. Wenn ich es allerdings schaffe, dann werde ich mir lieber hier eins mit Ärmeln nähen. Und zwar mit Ärmeln mit einem Gummizug dran. Also ich will es mir da auch ein bisschen leicht machen, wenn ich ganz ehrlich bin. Denn, ja, ganz genau. Ich werde mal sehen, wie häufig dieses Kleid nachher getragen wird. Einfach auch des Stoffes wegen. Aber ja, wie gesagt, ich bin eigentlich ganz guten Mutes, dass mir das passen sollte. Und der Stoff liegt gute 1,40 breit und ist eben halt, ich habe also 2 Meter davon. Das sollte also ein Kleid werden. Ich muss noch mal so ein bisschen darauf achten, ob der Druck eine Richtung hat. Dann muss ich mal gucken, wie weit ich das wirklich machen kann. Aber ja, erstmal
soll es das werden. Und wenn es das nachher nicht langärmlich wird, dann wird es vielleicht nachher dreiviertelärmlich. Das ist für mich aber auch völlig in Ordnung, denn ich bin ja niemand, dem so kalt wird. Und deswegen kann das Kleid also ruhig kurze Ärmel haben. Ja, und als letztes, ausgeschnitten habe ich das tatsächlich auch schon. Also den Schnitt habe ich schon gemacht. Und als letztes, was ich also auch noch machen werde, da muss ich aber sozusagen auf die Mitarbeit des Ehegatten vertrauen. Der zieht in letzter Zeit, einfach weil es hier extrem windig ist und dadurch natürlich auch relativ kühl schnell, zieht der gerne lange Unterhosen an. Und auf Instagram habe ich eine Nähfreundin gefunden oder eine Nähbekannte gefunden, die für ihre Männer lange Unterhosen näht, und zwar nach einem Schnitt von Jarlie. Jarlie kenne ich nur vom Namen her. Die machen sehr viel so Funktionskleidung, also auch so Sportleggings und Sportoberteile, Sport-BHs und solche Geschichten, Schwimmanzüge, glaube ich, haben die auch. Und ja, und wie gesagt, die haben eben halt auch die langen Unterhosen oder beziehungsweise Schnitte für Thermounterwäsche, eben halt wirklich auch für Männer, also nicht jetzt einfach nur eine Leggings, die nachher ein Mann anzieht, sondern eine entsprechende männerlange Unterhose und auch ein entsprechendes T-Shirt, langärmlich oder kurzärmlich, was wirklich auch körpernah sitzt und nicht so dieses boxy Fit hat wie die normalen T-Shirts. Und da mein Mann sowieso T-Shirts immer als Unterhemden benutzt, denke ich mal, wenn wir da die richtige Größe rausgefunden haben werden, dann hat er da eine große Chance, dass er viele selbstgemachte Unterhemd-T-Shirts bzw. lange Unterhosen von kriegen kann. Aber wie gesagt, da muss man eben halt reinschlüpfen, das muss man ausprobieren, und da hat natürlich nicht jeder und immer Lust zu, also von daher könnte das eine Weile dauern. Ja, das sind meine drei ganz konkreten und einen sozusagen Zukunftsplan. Ich zeige euch noch eine Sache, die ich genäht habe. Ein Freebie ist das von einer Foundation Paper Piecing Anleitung. Und ihr seht hier so eine kleine Weihnachtskugel mit so einem Marienmotiv hier drin. Aus dem Marienmotiv habe ich mir irgendwann mal ein Portemonnaie genäht, was ich wirklich sehr gerne habe. Und da habe ich jetzt so ein kleines Mug Rug genäht. Ich habe das hinten auch nochmal extra so ein bisschen mit meinem Logo, aber eben halt ein bisschen hübscher gemacht. Und das gefällt mir sehr gut. Und jetzt bin ich am Überlegen, wem ich das schenke. Weil ich nicht glaube, dass ich das großartig benutzen werde. Aber es sieht hübsch aus. Und ich hatte jetzt so vor Weihnachten sehr, sehr lange Tage auf der Arbeit. Und immer wenn ich dann nach Hause gekommen bin, habe ich gedacht so, oh, so eine Kleinigkeit musst du jetzt noch haben, damit der Kopf so ein bisschen leer wird und damit man sich so entspannt, weil man da am Senken, im Nähen auch so schön wegsinkt. Und dann habe ich lauter diese kleinen Foundation Paper Piecing Stücke gemacht. Diese Weihnachtskugel mit dem Marienstoff fand ich eben halt besonders hübsch. Mal schauen, wer das bekommt. Meine Kollegen haben sich dieses Jahr auch alle über Mug Rugs gefreut. Wobei die häufig nicht wussten, was das war. Eine hat dann versucht, das auch also an die Tür zu hängen oder ans Fenster zu hängen, und das fand ich natürlich irgendwie auch eine ganz nette Idee. Und die brauchten dann also die Erklärung, was ein Mug Rug ist. Aber am Ende haben sie sich dann doch alle gefreut. Tja, so ist das. Bevor ich Tschüss sage, euch nochmal einen guten Rutsch wünsche, sage ich euch noch ganz kurz, was ich anhabe. Dieses hier ist das Dogs Pattern Schlupfdress. Das ist also wirklich ein Jersey-Kleid, was nach unten A-linienförmig ausgestellt ist, mit einer hinteren Mittelnaht, damit hier nicht so viel Stoff rumschwirrt. Das Ganze ist ein Raglan-Schnitt. Hier ist er. Und das Ganze ist so ein bisschen, ich sag jetzt mal, zusammengeschustert, denn der erste Versuch ist voll daneben gegangen. Erstens war das Kleid auch wieder viel zu lang. Ich musste das also wirklich um ungelogen 25 cm kürzen. Das sah also aus, ich sah aus wie so ein Gespenst in Blau. Dann waren die Ärmel auch zu lang. Und dann war dieser Ausschnitt eigentlich ein V-Ausschnitt. Das sieht man auch noch so ein ganz bisschen hier. Und ich hatte sowohl an die Ärmel als auch an den Ausschnitt ein blaues Rippenjersey genäht als Bündchen. Und dann sah das also erst recht aus wie das blaue Nachtgespenst im Schlafanzug. Das hat mir überhaupt nicht gefallen. Und dann musste ich also dieses Kleid teilweise nochmal auseinandernehmen. Und so ist also dieses hier draus entstanden. Das Kleid ist wie immer natürlich hinten länger als vorne. Das hat also hier auch, glaube ich, einen Abnäher. Das
Wir gucken. Nee, es hat gar keinen Brustabnäher. Das hat Lindy dann gemacht, indem sie sozusagen das Vorderteil ein bisschen dehnen lässt gegenüber dem Rückenteil. Und dann wird da sozusagen eine Mehrweite eingebaut. Das geht also immer sehr, sehr schön. Beziehungsweise umgekehrt. Das Rückenteil gegen das Vorderteil wird etwas gedehnt und das zieht das dann so ein bisschen zusammen. Ziemlich einfacher Trick, aber dadurch eben halt auch sehr angenehm. Vorne ist keine Naht, wie man sieht. Das Ganze geht wirklich ruckizucki zu nähen auf dem Overlocker. Genau. Den Schnitt, das ist ein Stenzo. Stenzos liebe ich ja nun wirklich sehr, weil sie einfach total schön zu waschen sind und immer noch die Farbe behalten. Ja, dieses Kleid ist so ein typisches Ich-Kleid. Sehr bunt und sehr wild gemustert. Ja, also vielen Dank auch dieses Jahr, auch dieses Video wieder für eure Unterstützung. Es hat sich zum letzten Video tatsächlich auch ein kleiner Dialog entsponnen. Also einige von euch haben mir geschrieben. Vielen Dank dafür. Ich habe inzwischen 351, glaube ich, habe ich nachgeschaut, regelmäßige Abonnentinnen meines Kanals. Das finde ich ganz, ganz großartig für 2 Jahre, die ich das jetzt mache. Würde mich natürlich sehr freuen, wenn das auch noch anwächst. Das heißt also, wenn es euch gefallen hat, lasst mir bitte nicht nur einen Daumen da, sondern wenn ihr noch nicht abonniert habt, dann abonniert gerne meinen Kanal und erzählt es natürlich weiter. Ich schreibe auch gerne Kommentare unter die Videos von anderen deutschen Näh-Vloggern, aber da kommt relativ wenig Antwort. Deswegen muss ich es sozusagen über euch versuchen. Also vielen Dank nochmal dafür, dass ihr bei mir seid, dass ihr den Kanal abonniert habt und dass ihr hoffentlich im neuen Jahr wieder bei mir sein werdet. Also liebe Grüße aus Kriemhilshütte. Habt einen guten Rutsch, macht es euch noch ein bisschen nett. Ich hoffe, ihr müsst morgen und übermorgen nicht arbeiten, sondern konntet euch die 2 Tage auch frei nehmen oder die 3 Tage, die es ja bis zum nächsten Feierwochenende sind. Also, bis dann. Tschüss. Habt's fein. Näht euch was Nettes. Tschüss.